Deutschland, Österreich oder die Schweiz? Welches dieser Länder ist das Beste im Fußball? Diese Frage werden wir heute ein für alle Mal in einem FC24-Battle klären. Das Konzept ist einfach. Jedes Land hat 6 Vereine auf dieser Karte, die das Land im Battle vertreten werden. Wobei Österreich und die Schweiz die besten 6 Teams aus ihrer Liga nehmen durften und Deutschland ein Team aus der Bundesliga, 2 Teams aus der zweiten Liga und 3 Teams aus der dritten Liga wählen musste, um das Ganze fair und spannend zu halten. Vor jedem Angriff muss dann das Glücksrad gedreht werden, um ein Land als Angreifer auszuwählen und dann auch noch der Richtungspfeil, um zu bestimmen, in welche Richtung angegriffen werden muss. Danach wird ebenfalls über das Glücksrad bestimmt, welche Vereine ihr Land im Battle vertreten müssen. Die beiden ausgewählten Vereine müssen dann in einem direkten Duell gegeneinander spielen. Der Sieger des Duells bleibt auf der Karte und darf weiterhin sein Land vertreten, doch das Land des Verlierers verliert ein wichtiges Team. Und wir wiederholen das Ganze so lange, bis nur noch ein Land als Battlesieger übrig ist. Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Also unterstützt euer Land und wünscht ihm viel Glück. Der erste Angreifer steht mittlerweile auch schon fest. Aus Deutschland, der FC Schalke 04. Es geht nach unten rechts gegen Österreich. Genauer gesagt wurde Austria Wien ausgewählt. Und Anpfiff auf ein geiles Battle, Freunde. Und die Rote steckt durch. Schalke direkt mit der ersten Chance. Karaman. 1-0. Nach dem Traumstart für Schalke muss der Torschütze jetzt aber den Platz verlassen, denn um es fair und spannend zu halten, spielen wir heute im Survival Mode. Die Wiener Austria wollte schnell zurückschlagen, kam auch zu 3 guten Torchancen, doch Schallenberg knipste kurz vor der Pause das 2-0. Und der Rodek kurz nach der Pause so... Was ein Kaktor! Das muss man erstmal realisieren! Tempelmann stellte sogar noch auf den epischen Spielstand von 0-4, doch in der Schlussminute gelang der Austria immerhin noch der Ehrentreffer. Endstand 4-1, Schalke schaltet für Deutschland, Austria Wien aus. Außerdem bekommen sie als Belohnung einen Player-Pick und dürfen sich 2 Transfers aussuchen. Es werden Todibo und Javi Galán. Diese Player-Pick-Belohnungen für 2 neue Spieler, das habe ich euch noch nicht gesagt, die darf nämlich jeder Verein nach einem Sieg öffnen, um es noch spannender zu machen. Außer natürlich der FC Bayern, denn die sind sowieso schon deutlich besser als alle anderen. Ja, das ist richtig. Für Spiel Nummer 2 muss jetzt Österreich als Angreifer an, mit dem Top-Club Red Bull Salzburg. Und angegriffen wird die Schweiz mit dem FC St. Gallen. 10. Minute, erster Angriff der Salzburger. Terzic lässt den ersten aussteigen und zieht da ab. Junge, was ein Traumtor. Salzburg wollte direkt Tor Nummer 2, scheiterte aber 2-mal am gegnerischen Torwart. Doch von St. Gallen kam nur dieser witzige Schuss auf die Tribüne. Von einem Spieler, der ausgerechnet auch noch witzig heißt. Echt witzig, oder? Oder nicht? Nee, doch, schon. Witzig, oder? Ja. Nein. Knapper 1-0-Sieg für Salzburg am Ende. Sie bekommen mit Locatelli und Conte direkt 2 dicke Transfers. Und die Schweiz verliert ihr erstes Team. Die ersten 2 Spiele sind damit durch. Deutschland hat Stand jetzt die meisten Vereine. Aber Freunde, in diesem Video kommen noch faustdicke Überraschungen, bombastische Transfers und ein legendäres Finale auf euch zu. Also, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück und genießt es. Okay. Genießen darf die Schweiz jetzt ihren ersten Angriff. Genauer gesagt, die Young Boys Bern. Es geht nach oben gegen Deutschland und dort gegen den BVB, aber den BVB 2. Die Schweizer Schwarz-Gelben waren der klare Favorit. Doch das Abwehrverhalten in der Szene ist absolute Kreisklasse. Und Besong, der sagt Danke. Mit dem Rückstand waren die Young Boys gefordert. Kamen immerhin noch zu 3 guten Chancen in Halbzeit 1. Doch das war's. Hälfte 2 war so... Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. GG. Dortmund 2 nimmt einfach den Schweizer Meister raus. Nimmt der Schweiz auch noch eine Mannschaft weg und verstärkt sich mit Alaba und Livakovic. Damit sind sie jetzt schon ein 2-Sterne-Team. Und die Schweiz, die will's weiter wissen. Schickt als nächstes Servett in die Schlacht. Man will einen leichteren Gegner in Österreich finden und mit Blau-Weiß Linz hat man das auch geschafft. Es sah nach einem frühen Führungstor der Schweizer auch richtig gut aus. Doch Blau-Weiß Linz Ronny Waldo wurde vorm Tor zu Ronaldo. Herrlicher Treffer zum Ausgleich. Das war auch der Endstand. Es passierte einfach nichts mehr. Es musste ein Elfmeterschießen her. Und dort versagten den Schweizern die Nerven. Der erste, der zweite und auch der dritte Schützen verschossen jeweils. Und nach 2 Treffern von Blau-Weiß Linz hatten sie den Mitspann. Es ist Haudum für Blau-Weiß Linz. Der haut ihn rein und haut Servett raus. Die Schweiz verliert damit einfach das dritte Team in Folge. Und Blau-Weiß Linz gewinnt Fabian Ruiz und Stefan Savic dazu. Und auch die Linzer sind jetzt ein 2-Sterne-Team. Im nächsten Duell heißt es endlich wieder Deutschland versus Österreich. Angreifer ist der SSV Ulm, Verteidiger wieder Salzburg. Und die verteidigten offensiv. Locatelli auf Keuter, Batsch, direkt das 1-0. Wie sieht jetzt die Antwort von Ulm aus? Ludwig in die Mitte auf Röser.
Ja. Aber jetzt nochmal die Ulmer nach dem Seitenwechsel. Cessa, komm, kann er den Ball in die Mitte bringen? Der spielt den gut rein. Röser, Röser! Na bitte, er kann's doch. Salzburg tat sich richtig schwer. Dann aber nach 72 Minuten N'Golo Kanté mit dem Schuss ins Glück. Aber jetzt genau aufpassen, Freunde, denn das wird noch wichtig. Ihr seht's hier, Kanté hat nach dem Tor eben direkt den Platz verlassen. Und wir gehen rein in Minute 90. Spielstand 2:1. Alles ist noch offen. Aber dann kommt der Pass auf Kanté. Der macht das 3:1, eskaliert beim Torjubel komplett und verlässt dann nochmal den Platz. EA, ich habe eine Frage an euch. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja! Sei es drum, Glück gehabt. Salzburg löscht für Österreich eine deutsche Mannschaft aus dem Battle und darf Mignolet und Kunde verpflichten. Immerhin jetzt ein 4-Sterne-Kader bei den Salzburgern, der ist schon konkurrenzfähig. Und wir, Freunde, sehen gleich nochmal Österreich gegen Deutschland. Dieses Mal greift Sturm Graz an. Perfekt. Und der Gegner sind die Bayern. Topstimme Harry Kane zeigte den Grazern direkt, wo der Hammer hängt und hämmerte das 1:0 in die Maschen. Die Bayern drückten danach aufs zweite Tor, gingen aber zu sorglos mit ihren Chancen um. 5 Minuten vor Schluss stand es gegen den österreichischen Meister immer noch nur 1:0, dann aber wechselten sie Choupo für Musiala ein und dem gelang in der 90. Minute das erlösende 2:0. Einziges Highlight von Sturm Graz im ganzen Spiel, diese Grätsche gegen Musiala. Ja. Transfers gibt's wie gesagt für Bayern ja keine, aber Österreich verliert dank ihnen ein Gebiet. Gelingt das jetzt auch endlich der Schweiz gegen Österreich? Der FC Luzern wird's auf jeden Fall gegen Rapid Wien versuchen. Und ich muss sagen, das war ein spannendes Spiel. Es ging munter hin und her und beide Torhüter mussten zu mehreren Flugparaden ansetzen. Am Ende war es dieser Treffer von Rapid Seidel, der das Spiel entscheiden sollte. Endergebnis 1:0, Rapid Wien. Der Schweizer Plan, ein österreichisches Team auszuschalten, ging also schief. Für Rapid lief's aber mit den Transfers von 85er Hernani und Nico Gonzalez blendend. Denn die bilden jetzt einfach ein Sturmtrio mit dem Goat Guido Burgstaller. Besser geht gar nicht. Das Trio darf im nächsten Spiel auch direkt sein Können zeigen. Österreich greift nämlich Deutschland an und es kommt zum Duell Rapid gegen 1860. Und tatsächlich, die beiden Neuzugänge Gonzalez und Hernani zauberten und waren für die besten Chancen der Wiener verantwortlich. 1860 war offensiv zwar nicht existent, dennoch stand es nach 80 Minuten immer noch 0:0. Dann aber der Ballverlust der Münchner. Und jetzt hat Kühn für Rapid natürlich Raum. Der läuft da ganz, ganz frei aufs Tor zu. Kann er den einfach rüberspielen? Auf Guido Burgstaller! Und natürlich muss es der Goat am Ende selber regeln. Und obwohl, wie ihr sehen könnt, auch Burgi vom Platz ging, war EA wieder lost und plötzlich tauchte der nochmal vor dem Tor auf. Junge, aber was ist das denn? Guckt mal, wie beschämt er nochmal vom Platz geht, von wegen, hat das jemand gesehen? EA, einfach lost. Rapid aber ganz und gar nicht lost. Gonzalez 90+3 mit dem 2:0. Deckel drauf. Der nächste Teamverlust für Deutschland und holy moly, Florian Wirtz und Kepa werden Rapidler. Offensiv, der Kader jetzt schon eine richtige Wucht. Die Defensive, naja. Aber auch keine Wucht ist die Schweiz mit nur noch 2 Gebieten. Trotzdem greifen sie jetzt Deutschland an. Und wir dürfen uns auf ein nices Duell freuen. Der FC Basel gegen den HSV. Jo, war aber gar nicht so nice. Eine Chance von Basel. Und das hier war auch schon der Schlusspfiff. In der Verlängerung leistete sich Basel dieses blöde Foul an der Strafraumgrenze und der HSV bestrafte das. Laszlo Benes auf Reis und der setzt den Kopfball nice. Und jetzt ist allerhöchste Eiszeit, 120. Basel muss kommen, Jovanovic! Oh Gott, ist der schlecht. Hamburg gewinnt knapp, belohnt sich dafür mit Vázquez von Real und Dembélé vom PSG. Die Schweiz hingegen verliert einfach das vorletzte Team. Alle Hoffnungen liegen dort jetzt bei Luzern. Und die müssen auch direkt liefern. Die Schweiz attackiert erneut Deutschland. Gegner ist der schlagbare BVB 2. Chancen gab es in der Partie auf beiden Seiten. Die Torhüter schafften es aber jeweils, den Kasten dicht zu halten. So brauchen wir nach 120 torlosen Minuten mal wieder ein Elfmeterschießen für die Entscheidung. Nach jeweils 4 Schüssen stand es dort 3:2 für Luzern. Oh, damit hat der BVB jetzt Druck. Der erste Spieler hier muss auf jeden Fall treffen. Der Mann mit der Nummer 6, wo schießt er hin? In die... Oh, Asil, in die Mitte. Und das heißt Matchball für Luzern. Die Nummer 5, kann er die Nerven bewahren? Nein, der ist ganz, ganz schlecht. Es geht in Sudden Death. Dortmund 2 fängt an, die 39. Geht direkt in die Mitte, Luzern hat den nächsten. Oh, enormer Druck für Nummer 32. Macht er den jetzt rein? Das gibt's nicht. BVB 2 bleibt weiter im Rennen. Die nächsten 3 Schützen auf beiden Seiten sollten danach wieder einen kühlen Kopf bewahren. Und Dortmund den Ball sogar einmal
durchs Tor durchschießen. Oh, Freunde, was ist das für ein wildes Elferschießen? 6:6 Dortmund 2, der ist nicht gut. Jetzt Luzern hat ihn. Oh, nächster Matchball für die Schweizer. Jetzt muss er einfach sitzen. Die Nummer 18 macht einen guten Eindruck auf mich. Wohin nach links? Belocco, der Loco hält die Schweiz im Rennen. Und der BVB 2 ist nach einem richtig starken Kampf in diesem Battle jetzt leider raus. Und Luzern verstärkt sich obendrein noch mit einem 86er Ward Prowse und mit Mauro Icardi. Puh, das war intensiv. Aber jetzt gibt's eine kleine Verschnaufpause für die Schweiz. Deutschland versus Österreich. Das nächste Duell. Für Deutschland greift der FC Bayern an. Für Österreich verteidigt Rapid. Aber die Devise dort lautet, Angriff ist die beste Verteidigung. Flanke geht rein. Davis, Kirschbaum, Kirschbaum! Junge, die Situation war geklärt. Und plötzlich führt Rapid trotzdem mit 1-0. Von da an spielten aber nur noch die Bayern. Aus jeder Position feuerten sie aufs Tor der Wiener. Doch Kepa war an diesem Tag eine unbezwingbare Mauer. Wir sind mittlerweile schon tief in der Nachspielzeit. 90+1. Komm, Leimer, letzte Chance für die Bayern. Mini-Mitti Guerrero, der köpft drüber. Ist das die Sensation? Antwort ja, Freunde, das ist sie. Rapid gewinnt 1-0 gegen die Bayern und schaltet das Top-Team aus Deutschland aus. Boah, und wenn man sich die Statistiken nach dem Spiel anguckt, dann war das mehr als glücklich. Aber Freunde, so ist Fußball nun manchmal. Hoho, sheesh. Aber auch beim Player-Pick extrem lucky. 91er Haaland plus 86er. Aua. Damit Rapid jetzt im 4-2-4 mit Haaland und Burgstaller im Sturm unterwegs. Einzig die Viererabwehr ist jetzt noch der kleine Schwachpunkt. Schwach war insgesamt auch die Schweiz bislang, aber greift weiter Österreich an. Gegen wen muss Luzern aber jetzt spielen? Antwort: Blau-Weiß-Linz. Boah, Freunde, aber was die Schweizer in dem Spiel für Dinger liegen gelassen haben, das geht auf keine Kuhhaut. Schmeichelhaftes 0-0 für die Linzer, die sich irgendwie, ich weiß nicht wie, ins Elfmeterschießen gerettet haben. Dort gab es dann aber den besseren Start für Luzern. Treffer Friedeck, Feiertag, verschoss hingegen. Man könnte sagen, war doch kein Feiertag für ihn. Ja, okay, der war schlecht, der Witz. Sorry. Die folgenden 5 Elfer fanden dann alle den Weg ins Tor. Doch Haudum hatte für Blau-Weiß-Linz Druck. Das ist enormer Druck. Er muss treffen, damit die Linzer für Österreich drin bleiben. Tut er aber nicht. Und Luzern hält die Schweiz hier weiterhin in diesem Battle drin, Freunde. Von meinem Heimatverein Blau-Weiß-Linz müssen wir uns aber jetzt verabschieden. Luzern zieht sich zudem Sterling und Tadic über den Player-Pick. Und auch dort der Angriff. Der kann sich sehen lassen. Aber aufpassen, Freunde, es geht wieder ab. Angriff Österreich direkt auf Lieblingsnachbar Deutschland. Österreich schickt dabei meinen anderen Heimatverein LASK ins Rennen und Deutschland mein Lieblingsteam Schalke. Echt super. Und die erste Situation gehört auch Schalke. Karaman steckt durch auf Terodde ganz frei. Oh, aber den muss Laval halten. Was ist das für ein Torwartfehler? Boah, Freunde, und ich weiß, Simon Terodde ist der Goat, aber Laval, der macht keine gute Figur. Der flutscht ihm da einfach durch. Da hätte er mit dem Hypersmile auf jeden Fall eine bessere Figur gemacht. Link ist unten in der Beschreibung. Seinen Fehler machte Laval danach aber mit 3 Spitzenparaden wieder gut. Beim 2-0 durch Lasme, nach dieser, by the way, überragenden Aktion von Tempelmann, sowie dem 3-0 durch Seguin, war er jedoch chancenlos. Klarer 3-0-Sieg für Schalke am Ende, auch weil der LASK nur diesen einen mickrigen Schuss hier hatte. Damit sind die Linzer leider verdient ausgeschieden. Schalke hingegen hat sich Molina und David Raya verdient. Man sieht's auch an ihrem Kader, sie haben sich bislang vor allem in der Defensive verstärkt. Ich meine, klar, die haben ja auch einen Goat, Simon Terodde, vorne im Sturm. Was soll ich erzählen? Du hast alles hier gesehen. Die Anzahl der Battle-Teilnehmer schrumpft allmählich. 2-mal Deutschland, 2-mal Österreich und 1-mal Schweiz ist noch vertreten. Und die Schweiz, die greift auch wieder an. Wieder mal in Richtung Deutschland, der Gegner dieses Mal, der HSV. Der hier auch den besseren Start erwischt. Dembele über außen, guter Ball in die Mitte auf Reis, den hat der Torwart. Nochmal Reis, den hat nochmal der Torwart, aber Reis. Beim dritten Mal leer vorm Tor, den lässt er sich nicht nehmen. Aber direkt im Gegenzug, vielleicht die schnelle Antwort von Luzern, Wort Prowse, Pfosten. Bitter. Dem HSV gelang trotz aller Bemühungen nicht das zweite Tor. Doch Luzern, gelang halt nicht mal das eine. Der HSV geht am Ende mit einem knappen 1-0 durch. Gönnt sich den 86er Jonathan David und den 80er Bravo. Und für die Schweiz heißt es nach dem Aus von Luzern, ciao, servus. Damit wird dieses Battle im ewigen Duell Deutschland gegen Österreich entschieden. Wer führt den nächsten Angriff? Es ist Deutschland. Oh lala, und jetzt wird's knusprig. Das Glücksrad will das Duell Schalke gegen Salzburg sehen. Oh boy, und jetzt wird's richtig wild. Schalke bekam direkt 2 Chancen zum Start. Doch auch Salzburg konterte mit 2 Chancen, holte sich aber auch eine rote Karte ab. Dann kam Schalke wieder, verzweifelte in dem Spiel aber ein ums andere Mal an Salzburg-Goalie Mignolet. Und am Ende hatten die Knappen sogar noch Glück. Raya rettete einmal überragend und kurz vor Schluss traf Salzburg nur die Querlatte. Endstand 0-0, Elfmeterschießen, mehr Spannung. Und Salzburg legt los mit dem ersten Treffer. Das kann Schalke aber auch. Terodde, mach ihn, Junge!
Das gibt's nicht. Er verkackt ihn. Nachdem die nächsten vier Schützen alle verwandelten, parierte Raya gegen Capaldo und Schalke war wieder im Spiel. Doch dieses epische Elfmeterschießen sollte noch lange kein Ende finden. Bei den nächsten elf Schützen trafen sechs Schalker jedes Mal unter dem enormen Druck, nicht verschießen zu dürfen. Einzig bei Javi Galan mussten sie kurz zittern. Aber auch die fünf Salzburg-Schützen trafen. Und damit wird's richtig wild. Bei 8-8 muss Mignolet für Salzburg selber schießen. Tröppelt den in die Mitte, der Frechdachs. Baumgartl für Schalke wieder unter Druck. Macht aber super. Und es geht wieder von vorne los. Oskar Klug für Salzburg. Macht auch den zweiten rein. Oh Gott, und Salzburg hatte ja eine rote Karte. Raya noch für Schalke. Auch der Torwart macht ihn. Es steht einfach 10-10 in diesem Elferschießen, Freunde. Und Salzburg, ja, trifft zum 11-10. Jetzt nochmal Simon Terodde. Den ersten hat er verschossen. Den ganz souverän. Salzburg, bitte verschießt. Nein, Locatelli. Brian Lassme, Freunde. Der Druck, er wird mir hier schon zu groß. Der Druck wird auch für Lassme zu groß. Er verschießt. Schalke scheitert an Salzburg. Oh, damit ruhen die deutschen Hoffnungen jetzt einzig und allein auf dem HSV. Super. Das geht einfach nicht. Und nicht vergessen, Freunde, Salzburg bekommt noch Brahim Diaz und Ødegaard dazu. Den Kader muss man jetzt erstmal schlagen. Und der HSV, der bekommt direkt die Chance dazu. Denn Österreich greift Deutschland an. Und zwar mit Salzburg. Die wollten im ersten Matchballspiel den Battlesieg für Österreich klar machen. Schnürten den HSV ein. Doch Bravo hielt im Tor die Null für Hamburg. Und plötzlich, wie aus dem Nix, der HSV-Konter. Dompe über außen, komm, spielt den Ball gut in die Mitte. Benesch, was ist das für ein Pass? Was ist das für eine Flanke auf Dembélé? Und was ist das vor allem für ein geisteskranker Abschluss? Salzburg hatte danach zwar einen Mann mehr auf dem Platz. Bravo hielt jedoch die letzten zwei Salzburger Chancen noch fest und sicherte dem HSV das Battle-Finale. Salzburg ist damit ausgeschieden und es sind nur noch der HSV für Deutschland und Rapid für Österreich am Start. Doch der HSV bekommt für das große Finale jetzt noch Gnabry und Torreira als Boost. Diese beiden Kader bekommen wir im großen Finale jetzt also zu sehen. Aber bevor es losgeht, lass doch gerne noch ein Abo auf diesem Kanal da, wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn dir dieses Video bisher gefällt. Und der Vollständigkeit halber führt Deutschland den letzten Angriff. Rapid hat somit Heimvorteil. Anpfiff zum großen Battle-Finale. Und die erste Chance gehört Rapid, Freunde. Guter Pass auf Burgstaller. Bravo. Den hat er aber super gehalten. Danach gab es die erste Doppelchance für den HSV. Einmal war Kepa zur Stelle und Dembélé schoss ganz knapp am Tor vorbei. Oh, Freunde, wir sind schon in der 72. Haaland frei durch für Rapid. Junge, was ist das für ein Lupfer? Was ist das für ein schlechter Lupfer? 76. Schlussviertelstunde. David scheitert an Kepa. Aber Hamburg drückt. Hatsun Konic. Kepa mit der nächsten Parade. Aber der HSV lässt nicht locker. Gnabry steckt den super durch auf Reis. Als ob er den nicht trifft. Das gibt's nicht. Aber es ist tatsächlich so, Freunde. Das hier war der Schlusspfiff. Es geht im Finale. Verlängerung. Anpfiff auf 30 weitere epische Minuten. Und auf die erste Chance vom HSV. Öztunali. Oh, der hat auch nicht viel gefehlt. Aber viel Zeit ist auch nicht mehr. 117. Vasquez, Balleroberung. David, Gnabry, Kepa. Was ist hier los, HSV? Tja, Freunde, Schlusspfiff ist los. Das war's. Das Finale geht ins Elfmeterschießen. Rapid hat dort den Vorteil zu starten. Hernani, kompromisslos. Jonathan David für den HSV. Der Mann mit der 12, auch der. Richtige Ecke. Nico Gonzalez für Rapid, die Topstar. Oh mein Gott, den muss Bravo halten. Ja, das ist richtig. Er erhöht den Druck natürlich auf Gnabry. Er muss hier treffen. Behält Hamburg weiter dran. Jose Mauer für Rapid Wien. Oh, wieder nur reingetropft. Aber die Wiener verschießen nicht. Öztunali für Hamburg. Öztunali ausgerechnet er. Oh, du meine Güte, jetzt wird's knusprig. Burgstaller, der verschießt nicht. Der verschießt tatsächlich nicht. Oh, und das ist das erste Mal enormer Druck für Vasquez. Verschießt er. Ist Österreich Battle Champion. Der HSV, die letzte Chance. Lukas Vasquez verschießt. Kepa wird zum Held. Und Österreich wird dank Rapid Wien tatsächlich zum Battle Champion. GG an Österreich. Sie übernehmen die Herrschaft über dieses komplette Gebiet und haben endlich mal was gewonnen. Und wenn dir dieses wilde Battle gefallen hat, dann bin ich mir sicher, wirst du auch bei dem Battle hier Spaß haben. Also hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder.